Hallo Leute, willkommen zurück zur letzten Folge meiner Crastoria-Serie. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier auf der Seite einige Fusi-Antimaterie-Reaktoren. Antimaterie-Reaktoren sind das. Uns fehlt nur noch einer. Wir haben die Netzwerke völlig getrennt. Hier auf dieser Seite haben wir unser Standardnetz. Und hier auf dieser Seite haben wir nur unsere Antimaterie-Reaktoren dran. Und die produzieren derzeit 12 Gigawatt. Und wir brauchen 15, damit wir den intergalaktischen Transceiver laden können. Dafür fehlt uns nur noch der eine Reaktor. Hier auf dieser Seite stellen wir Antimaterie oder Materie her, die wir hier in diese Dinger, diese Kanülen reinladen. Und was uns hier fehlt, um mehr zu produzieren, sind effektiv die, die leeren Behälter. So wie es aussieht, haben wir genügend rohes Immersit am Start, denn letztes Mal haben wir ja hier und hier ein Feld angeschlossen, das wir dann auf den Zug verladen können. Und was ich machen musste, hier auf dieser Seite Forschung pausieren, denn mit der Forschung haben wir zu wenig Strom auf dieser Seite von unserem Netz, dass alles optimal läuft. Und wir müssen hier wirklich sicherstellen, dass wir kontinuierlich Materie herstellen, diese in diese Antimaterie-Brennstoffzellen verpacken, so dass dann unsere Reaktoren auch kontinuierlich befeuert werden können. Denn wenn wir hier einen Stromabfall haben, dann wird der Transceiver nicht weiter aufgeladen, und wenn der Stromunterbruch zu lange ist, fällt sogar die Spannung ab und wir müssen das Ganze nochmals machen. Und das wollen wir, wenn möglichst, vermeiden. Nun, alles, was effektiv zu tun ist, zu bleiben ist, ist hier zu warten, bis wir den Transceiver laden können. Und vielleicht, bis das soweit ist, können wir uns in der Welt umschauen. Hier oben wird er gebaut. Ja, und er wird gebaut. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn wir dann diesen auch mit am Start haben, haben wir genügend Energie, die hier auf dieser Seite rauskommt, um den Transceiver zu laden. Der Transceiver, der benötigt einiges an Energie. Das heißt, das wird dann ein Weilchen dauern, denke ich. Und in dieser Zeit können wir uns in unserer Welt mal umschauen, was wir denn so erreicht haben, da dies ja die letzte Folge ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch alles gezeigt habe, was ich auch gebaut habe. Es sollten zumindest nicht allzu viele Löcher drin sein. Hier und da ein paar Optimierungen, aber wir werden sehen.
Und da haben wir die ersten verbrauchten Zellen oder leeren Zellen. Denn selbst wenn wir hier keine Abnahme haben, werden die doch verbrannt. Und die werden dann direkt hier wieder in die Kisten reingepackt. Und sollten wir in der Kiste genügend leere Zellen haben, dann werden natürlich auch keine mehr angefordert. Aber wir sehen hier, in dieser Kiste haben wir drei vorrätig. Hier haben wir eine vorrätig. Zumindest dieses System funktioniert. Und da ist unser letzter Reaktor angekommen. Und damit sehen wir auch, wie unser Transceiver aufgeladen wird. 1%. Also das heißt, das geht sicher ein Weilchen, bis wir da durch sind. Wenn wir hier unten anfangen, haben wir unser erstes Kupferfeld, das wir hier außerhalb von unserer Basis aufgebaut haben und dafür auch etwas Landaufschüttung brauchten, denn das war so ziemlich insulär verteilt, sodass man das nicht schön abbauen konnte. Hier unten gibt's ja gibt noch weitere Felder, aber nicht wirklich viel, was wir gemacht haben. Und dann hier drüben haben wir ein weiteres Kohlefeld, das wir angeschlossen haben. Auch das ist bereits etwas abgeerntet. Und hier unsere Zuglinie mit unserem Bahnhof hier oben, der ganz gut funktioniert. Und so wie es aussieht, haben wir unseren Kohlezug gar nie fahren lassen müssen, denn hier hinten haben wir ein Kohlefeld, da hat es immer noch massiv Kohle drin, mehr als wir benötigen. Aber, so wie es aussieht, die Verarbeitung, die funktioniert ganz gut. Inzwischen könnten wir sogar hier die Beacons mit den kleineren austauschen. Die haben eine bessere Wirkung. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel. Wobei Kupfer könnte etwas mehr sein. Kupfer könnte definitiv etwas mehr sein. Ja. Es wird reichen für das, was wir noch erreichen wollen. Hier haben wir Eisen, dann Stahl. Hier oben Ziegelstein, Glas und Silikon. Und hier musste ich etwas tricksen, denn die Quarz war einfach zu langsam für das, was wir hier in unserer Messe brauchten. Zumindest, wenn wir dann hier auch ordentlich was an Material rausziehen. Und natürlich hier mit Produktivität, mit Beacons. Aber das heißt, auch hier hinten muss ich dann etwas dafür sorgen, dass wir genügend Sand reinbekommen. Und hier haben wir im Prinzip ein grünes Band, das hier rangeht, dann ein grünes Band, das für Glas drauf geht.
und natürlich das, was wir hier von links bekommen. Dann hier das Steinfeld, das ist auch fast schon leer. Stein ist etwas, was man in Crastorio einiges mehr benötigt als in einem normalen Factorio-Durchlauf, denn man braucht Sand für einiges. Und hier oben das Eisenfeld, das ist fast leer. Ein Miner noch, der da die letzten 8500 Erze abbaut. Hier oben hatten wir ja mal die Ölverarbeitung, die ist einfach etwas weiter nach links gewandert und nun vollständig beaconisiert. Was wir hier noch stehen lassen haben, waren die der Festbrennstoff. Und ich bin mir gar nicht sicher. Festbrennstoff, wofür verwenden wir den eigentlich hier? Für Kraftstoff? Eigentlich nur für Kraftstoff, wenn wir hier unten herstellen. Und da könnten wir eigentlich auch noch eine Anbieterkiste draus machen. Hier oben, das ist so ein bisschen unser Chemie-Ecken, wo wir Chlor herstellen, aber auch Chlorwasserstoff, den wir brauchen für die Verarbeitung und den Abbau der seltenen Erze. Wir haben hier auch eine Ecke, wo wir aus der Luft Stickstoff filtern, aus der Luft Wasserstoff filtern, daraus Ammoniak herstellen. Und ja, unser erstes seltene Erzefeld, da ist immer noch was drin. Nicht mal viel, aber es hat noch was. Aber wir können hier natürlich etwas aufräumen. Und dann hier haben wir unseren Hauptbus, den wir für gewisse Bänder auf Rot abgegradet haben. Und so wie es aussieht, brauchen wir Kupfer am meisten. Alles andere sieht noch recht anständig aus. Hier haben wir grüne Schaltkreise, dann hier die ganze Logistikverarbeitung bis zu den blauen Bändern, rote Schaltkreise, wo wir die grünen direkt vor Ort herstellen. Hier haben wir alles rund um Eisenbahn und dann hier Elektromotoren geht darüber für Flugrobotergestelle. Völlig überdimensioniert, denn unsere Forschung braucht gar keine Flugrobotergestelle. Das heißt, wir brauchen die effektiv nur für die Roboter. Dann hier blaue Schaltkreise. Auch hier wieder, wir stellen die grünen und die roten Schaltkreise direkt vor Ort her, sodass wir nicht unnötig hier vom Band ziehen. Hier von oben haben wir etwas mehr Chemie, das ist unsere Lithiumaufbearbeitung, das ist die Verarbeitung von Imersit-Pulver in Imersit-Kristalle und das Pulver wird hier oben gebrochen und dabei entsteht auch etwas Sand als Nebenprodukt. Hier eine anständige Chemiefabrik für Lithium-Batterien und da am Rand haben wir einiges
behelfsmäßig am Start. Was ist das? Salpetersäure, zwei normale Chemiefabriken und eine neuere Version, welche das Ganze natürlich auch in höherer Geschwindigkeit herstellen kann. Dann hier unten, das ist unsere Fabrik, welche via Logistik betrieben wird, versorgt und abgeholt. Hier haben wir dann auch die ganzen weiteren Bänder, denn es gibt hier in Krastoja zwei Stufen mehr als in der im normalen Vanilla Factorium. Und auch die meistens sind das Gebäude oder hier etwas für die Logistik, für unsere Rüstung, ein bisschen Verteidigung und was man halt sonst so braucht. Dann hier drüben haben wir die verschiedenen Module, die Tempomodule, die Produktivitätsmodule, die Effizienzmodule. Und dann hier beginnen wir mit den ganzen Goodies für die Rakete, Leichtbauteile. Dann hier die Raketensteuereinheiten und der Raketentreibstoff, den wir hier in die Rakete reinpacken. Und eine Rakete bauen wir nur, wenn wir hier überhaupt noch Platz für Weltraumforschungsdaten haben. Dann hier hinten geht es weiter mit KI-Modulen, KI-Kerne. Und das war es dann auch das letzte hier oben. Und hier auf der unteren Seite von unserem Bus haben wir all die verschiedenen Forschungskarten, Technologiekarten, die wir brauchen. Und ich glaube, hier diese oder diese brauchen wir nicht mehr. Ah ja, diese hier, das sind die ältesten oder die einfachsten Technologiekarten, die wir überhaupt noch für die Forschung brauchen. Alles hier auf dieser Seite ist im Wesentlichen altlasten. Dann hier unten haben wir unser ursprüngliches Setup mit den Dampfkesseln, welche an einem autarken Stromkreis hängen, sodass die nicht durchgängig laufen. Hier haben wir Uranverarbeitung direkt beim Uranfeld. Wir haben unseren 4 oder 2x2 Kernreaktor und hier oben einen Fusionsreaktor. Und das powert unsere Basis mit Forschung etwas zu wenig. Aber ich denke, es wäre wahrscheinlich keine große Sache, einen zweiten Fusionsreaktor daneben hinzustellen. Aber ich denke, sobald der Transceiver dann die restlichen 60% auch geladen hat, dann benötigen wir die ganzen Antimaterie-Reaktoren nicht mehr für den Transceiver, sondern können das direkt an unser Netz ranhängen und dann haben wir wirklich Energie zum Verschwenden. Aber ich mache hier mal einen Schnitt, bis der Transceiver geladen ist. Vollständig aufgeladen, das heißt, wir können ihn aktivieren. Ups! Da ist was explodiert. Aber wir sind am Ende angekommen.
nach über 100 Stunden Spielzeit. Und ich weiß, ich bin nicht unbedingt der Spieler, der durch Factorio durchrast, um alles Mögliche zu erreichen. Aber am Ende schaffen wir es doch. Und wenn wir jetzt hier das zusammenfügen, haben wir genügend Strom am Start, so dass wir auch hier die Forschung wieder anlassen können. Und wenn wir schauen, hier die Explosion, die hat so einiges beschädigt, bis in unsere Basis hoch. Ja, wahrscheinlich auch hier unten. Ja, ganz genau. Okay, das war's. Wir sind am Ende von dieser Factorio-Serie. Ich glaube, das ist meine dritte. Es wird sicherlich weitere geben. Und mein Ziel war es immer, so die Komplexität etwas zu steigern. Also ihr könnt gespannt darauf sein, was uns in der nächsten Serie erwarten wird. Also bis dann und tschüss!